Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute um Konfliktlösungen bzw. vom Umgang mit Konflikten. Ich möchte das anhand von eigenen Beispielen dir ja so ein paar Varianten erläutern. Ich habe gemerkt, jeder Konflikt ist so einzigartig, dass ich mit jedem ganz individuell umgehe. Und ich habe ein paar Beispiele da, da haben wir ein gutes Ende, bei manchen stecke ich noch mittendrin, bei manchen gibt es kein gutes Ende. Und ja, so variantenreich ist einfach diese Thematik mit den Konflikten. Und ich kann dir sagen, ich bin noch nicht lange an der Front mit den Konflikten. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. In meiner Familie wurden keine Konflikte sozusagen ausgetragen. Und das habe ich sozusagen mir jetzt erst langsam erarbeitet, beziehungsweise bin ich noch dabei. Und ja, ich möchte dir einfach 6 oder 7, ich habe mir einen Zettel gemacht, 6 verschiedene Konflikte aus meiner letzten Zeit irgendwie erläutern und daran einfach, wie ich damit umgegangen bin. Und vielleicht inspiriert dich das selbst, Konflikte zu lösen oder die mal anzugehen oder sich damit auseinanderzusetzen zumindest. Ja, weil ich habe gemerkt, das kann sehr erleichternd sein, die zu klären bzw. zu versuchen zu klären. Und ja, weil ich gemerkt habe, mein Herz bei Menschen, die mir nahestehen, wenn ich da ungeklärte Konflikte habe, dann wird mein Herz immer enger. Ich hatte früher eine sehr starke Mauer da drum und habe mich nicht geöffnet. So, das ist erst seit ein paar Jahren, dass ich das Gefühl habe, mein Herz ist wieder frei und ich kann die Menschen wieder an mich ranlassen und ihnen herzlich gegenübertreten. Und dabei hilft mir halt auch zu wissen, dass ich Konflikte klären kann, beziehungsweise dabei bin, das zu üben. Ja, und dann fange ich mal mit dem ersten Konflikt an. Und zwar eine Freundin, die hat bei mir einen Kurs belegt, als ich in Leipzig war. Und ich habe dort ein Infomaterial ausgegeben, also ein sehr umfangreiches Skript ausgeteilt, was quasi Teil dieses Kurses war. Und weil sie ein Teil nicht da war, habe ich ihr das als E-Mail-Version, also als PDF-Datei geschickt und sie hat es dann jemandem anderen weitergeleitet, der nicht im Kurs war. Und ich habe gemerkt, dass ich das sehr respektlos fand gegenüber meiner Arbeit, weil dieses Skript gibt es normalerweise nicht kostenlos an Menschen, die jetzt nicht dabei sind. Ja, ich habe da wirklich, weiß nicht wie viele Stunden reingesteckt und ja, ich habe mich einfach nicht respektiert und geehrt gefühlt in dem, was ich da reingesteckt habe an Arbeit. Und wie ich damit umgegangen bin am Anfang, ist so, dass ich mich distanziert habe von dieser Person, von dieser Freundin. Es war dann auch so, dass unser Leben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Und ja, dadurch war es auch nicht permanent, war ich nicht permanent damit konfrontiert. Aber als ich dann aus Leipzig weggegangen bin, hat sich diese Freundin bei mir gemeldet und wollte sich einfach verabschieden und ja, mir mitteilen, wie froh sie über meinen Weg ist, wie inspiriert sie von meinem Weg ist, den ich gehe mit dem Reisen. Sie selber hat auch diese Sehnsucht. Ja, und dann hat sie mich besucht und hat zum Abschied gesagt, dass sie, auch wenn wir uns in letzter Zeit wenig gesehen haben, dass sie immer noch sich mit mir verbunden fühlt. Und ich habe gemerkt, dass es auf meiner Seite nicht so ist und dass da immer noch dieser Groll ist darüber, dass sie das einfach weitergeleitet hat. Dann habe ich mir ein Herz genommen und habe ihr eine E-Mail geschickt, weil ich halt gemerkt habe, ja, sie, bei ihr ist es wirklich offenen Herzens und so. Und ja, ich habe gemerkt, ich will diesen Groll, ich habe den wirklich, das war viele Jahre, bestimmt 3 Jahre oder 4 Jahre habe ich den in mir getragen und ich habe es nicht geschafft, den einfach so loszulassen. Deswegen habe ich ihr eine E-Mail geschickt und habe dort erzählt,
was in mir vorgeht, der Groll, der da ist, und habe alles ausgesprochen. Und ja, der Tipp, der darin steckt, in dem, was ich dir jetzt sage, ist: Finde den Weg, der für dich möglich ist, um etwas anzusprechen. Du wirst es auch noch an einem anderen Beispiel merken. Diesmal habe ich mich nicht getraut, es direkt von Angesicht zu Angesicht zu sagen, sondern ich brauchte den Schutz der E-Mail. Ja, da konnte ich in Ruhe schreiben, meine Gedanken zusammenfassen und habe ihr das per E-Mail sozusagen geschickt. Sie hat auch sehr schnell darauf reagiert, hat sich total entschuldigt, konnte sich halt auch, weil es so lange her ist, nicht mehr daran erinnern. Und da sie selbst Musikerin ist, weiß sie natürlich, wie krass das ist in der heutigen Zeit, wo einfach alles Copy und Paste sozusagen, ja, verwendet wird, ohne dass die Musiker oder irgendwelche freischaffenden, künstlerischen Menschen da irgendwas für sehen, irgendwelches Geld für sehen, so, ne? Also den Respekt oder den Ausgleich dafür. Und deswegen konnte sie das gut verstehen und ich habe gemerkt, also wir konnten es nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Ich habe aber gemerkt, das Entscheidende war, dass ich meinen Groll ausgesprochen habe. Ja, und dass sie dann auch so positiv darauf reagiert hat. Und ich habe gemerkt, ja, also wie gesagt, es ging darum, das auszusprechen. Und dann konnte ich ihn auch loslassen, den Groll. Wir haben uns dann nochmal getroffen, konnten uns dann wirklich offenen Herzens in die Arme nehmen. Und ja, es war wirklich gut, das anzusprechen. Und dann konnte ich es auch gehen lassen. Und jetzt ist auch unsere Verbindung einfach wieder hergestellt. Genau, das ist der erste Konflikt. Der zweite Konflikt, den ich dir schildern möchte, ist ich bin in einem Newsletter-Verteiler von einem Menschen, mit dem ich mich mal sehr verbunden gefühlt habe, wo ich aber merke, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Und ich kriege so alle 4 bis 6 Wochen, naja, 6 bis, ja doch, alle 6 Wochen ungefähr kriege ich eine Mail. Und ich habe mich bisher nicht getraut, ihm mitzuteilen, dass ich diese E-Mails nicht mehr haben möchte. Ja, dass mein Weg sich verändert hat und dass es nicht mehr passt. Und das ist ein Konflikt, den ich noch nicht gelöst habe, wo ich merke, ich traue es mich noch nicht, ich brauche noch irgendwie Zeit, es fehlt noch irgendein Schritt, dass ich es tue, dass ich ihm schreibe, dass ich nicht mehr diese E-Mails haben möchte. Ich bin da sonst relativ rigoros, dass ich wirklich jeder Newsletter, der mich nicht mehr interessiert oder auch irgendwelche Spam-Mails oder was weiß ich bestelle das immer alles ab, weil ich einfach so viele Mails bekomme, dass ich keine Zeit verschwenden will damit, irgendwas wegzuklicken oder sonst irgendwas. Ja? Aber da traue ich es mich noch nicht. Und der Tipp, der da drin sozusagen liegt, ist einfach die Ruhe zu behalten, mir Zeit zu schenken und darauf zu vertrauen, dass der Tag kommen wird, wo ich es tue. Und einfach zu spüren und zu akzeptieren, dass ich es jetzt gerade noch nicht kann. Sowas gibt es auch. Genau, aber da habe ich sozusagen, ich habe bewusst die Entscheidung getroffen oder mich bewusst damit auseinandergesetzt und gemerkt, es geht gerade noch nicht, ich traue es mich noch nicht, aber der Tag wird kommen. Konflikt Nummer 3 ist auch eine Klientin aus Leipzig, mit der ich einen sehr, sehr, sehr intensiven Kontakt hatte, die in einer meiner Gruppen war und auch so also in vielen Gruppen war und auch mir sehr zugetan war und mir sehr ihre Zuneigung gezeigt hat. Und ich habe auch mich sehr verbunden mit ihr gefühlt, weil wir echt viel miteinander durchgemacht haben, so in den Sitzungen und so. Und dann auf einmal hat sie sich nicht mehr gemeldet und war weg. Normalerweise rufe ich Klienten nicht an, sondern akzeptiere die Entscheidung. Aber das war wirklich für mich, wo ich gemerkt habe,
ich halte das nicht aus, das nicht zu wissen, was da passiert ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Und weil es so abrupt kam, dass sie dann auf einmal weg war. Und vorher war es wirklich eine sehr enge Verbindung. Und in diesem Fall habe ich es so gemacht, dass ich sie angerufen habe, weil ich wollte direkt die Antwort hören. Und ja, deswegen habe ich hier zum Telefon gegriffen. Bei dem anderen war es die E-Mail, hier war es das Telefon. Ja, und wie gesagt, ich mache das nicht bei allen Klienten, sondern das ist ganz, 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 ganz selten. Also ich glaube, sie war jetzt die einzige in den 5 Jahren in Leipzig, wo ich nachgefragt habe, was los ist. Aber es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und da wollte ich einfach Frieden für mich schaffen. Und weil unsere Verbindung halt auch so gut war, habe ich mich getraut, sie anzurufen und habe sie auch direkt erreicht. Also die Umstände waren günstig und ich habe sie halt gefragt, ob ich etwas falsch gemacht habe, ob ich sie verletzt habe. Und ja, dann hat sie halt gesagt, dass das einfach so eine Umbruchzeit für sie war, wo dann ganz viel Neues anderes kam, wo sie sehr erschöpft war und fast zu niemandem mehr Kontakt hatte. Also es hatte nichts mit mir persönlich zu tun. Und das konnte ich ihr auch so glauben. Ja, und ja, ich habe es halt für mich geklärt und ich habe danach gefragt und jetzt habe ich den Frieden damit gefunden. Ja, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, was da los war und so, sondern jetzt weiß ich es. Und das ist sozusagen mal ein Beispiel, wo ich ein gutes Ende habe, genau wie das erste Beispiel. Genau, aber mal so, mal so. Dann das nächste Beispiel, das vierte Beispiel. Das ist ein Konflikt, der völlig daneben gegangen ist. Da habe ich einen Klärungsversuch gestartet. Es sind Dinge passiert, die mich verletzt haben zwischen der Person und mir. Und dann habe ich um ein Skype-Gespräch gebeten, weil wir an unterschiedlichen Orten leben. Und ich habe es nicht geschafft, auszusprechen, was mein Problem ist, was mein Thema ist. Und ich habe mich hinterher total wie eine Versagerin gefühlt, weil ich nicht geschafft habe, es anzusprechen. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe da, also ihr seht, ich ringe um Worte. Es ist wirklich noch eine ganz unklare Situation für mich. Ich weiß auch, ich bin noch immer noch in diesem Konflikt und weiß nicht, habe dafür keine Lösung. Da hilft mir im Moment zu sagen, ich weiß es nicht und ich kann es nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich da noch was klären soll oder ob ich es einfach ruhen lassen soll. Möchte ich, wenn ich etwas kläre, heißt es auch, dass ich den Menschen wieder näher an mich heranlasse. So, ja, das. Und die Verletzung ist einfach so stark, dass ich im Moment mein Herz da noch verschlossen habe und nicht weiß, wie das irgendwie weitergeht oder wie das funktioniert, ob ich weiter Kontakt suche oder ob ich das wirklich diesmal versuche, mit mir allein zu klären und einfach akzeptiere, dass ich da keine Lösung weiß. So ist zumindest im Moment der Stand. Dass ich auch versuche, mit diesem Konflikt neue Wege zu gehen. Ich habe früher immer alles direkt mit der Person geklärt und habe da viel über meine Themen gesprochen, was mich sozusagen verletzt hat. Und ja, der neue Weg ist, da gibt es eine Methode. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, wer das sozusagen begründet hat. Aber da geht es darum, dass du deine Konflikte nicht mit der Person direkt klärst, weil die meisten Themen oder eigentlich alle Themen haben etwas mit mir zu tun. Und da ist es halt dann manchmal leichter, das mit einer anderen Person zu besprechen, was sind meine eigenen Themen da drin und die für mich zu klären und nicht den anderen damit zu belasten.
der quasi einfach der Auslöser dafür ist. Ja. Aber wie gesagt, also ich, vielleicht mache ich nochmal ein Folgevideo, wie das weitergeht, aber im Moment stecke ich da noch drin und weiß noch nicht, was irgendwie die Lösung davon ist. Ich weiß nur, dass irgendwas Neues ist, dass ich, ja, ich lasse es mal dabei, es ist einfach unklar. Ihr seht, nicht alle Konflikte sind klärbar. Dann hatte ich bei meinem fünften Beispiel, da geht es um meine Untermieter, die waren englischsprachig und ja, ich habe gemerkt, dass ich einige Dinge, die sie in meiner Wohnung angestellt haben, nicht gut fand und habe mich nicht getraut, das beim Abschlussgespräch zu sagen, sondern habe ihn auch, wir waren über Facebook in Kontakt, ihnen eine Facebook-Nachricht geschrieben, sehr deutlich und was mir halt alles nicht gefallen hat und ich fand halt viele Grenzen wurden überschritten und ja, habe das dann auch so deutlich und ziemlich direkt angesprochen. Unter anderem habe ich sie auch als Lügner bezeichnet, weil wir uns darauf geeinigt hatten, dass da nicht geraucht würde und es wurde doch geraucht und naja, das habe ich ihnen geschrieben. Dann habe ich ein paar Tage nichts gehört, dann habe ich nochmal angeklopft und habe gesagt, hey, keine Antwort, heißt das irgendwie weder ein du hast recht noch ein bist du doof, wir haben gar nichts gemacht, so, ja. Dann kam eine Antwort, die brauchten einfach auch Zeit, weil sie das sehr heftig fanden, was ich da geschrieben habe. Und haben mir dann ihre Seite geschildert und meinten, wir haben da nie drüber gesprochen, was definitiv nicht stimmt. Aber auf jeden Fall, ja, haben sie wenig Einsicht gezeigt und haben einfach ihren Standpunkt vertreten, haben dann auch von ihrer Seite Dinge angesprochen, die vorher nicht angesprochen waren, die sie nicht in Ordnung fanden. Und ja, ich habe gemerkt, also weil das war dann auch damit verbunden, dass ich sozusagen noch, weil ich kaputte Dinge noch gefunden habe, noch Geld haben wollte. Und ja, als sie mir das dann geantwortet haben, habe ich gemerkt, an der Art, wie sie geantwortet haben, dass das vergebene Liebesmühe ist, dass da das auch, dass ich da meine Grenzen einfach akzeptiere von Kraft und meinen Englischkenntnissen. Das spielte da auch eine Rolle, dass ich einfach gemerkt habe, mein Englisch ist nicht gut genug, um da schlüssige Argumente rüberzubringen. Und ich war dann einfach froh, dass beide Seiten ihren Groll ausgesprochen haben. Auch wenn es da jetzt keine großartige Lösung gab, aber es wurde alles ausgesprochen. Und wie ich auch schon bei dem anderen Beispiel deutlich gemacht habe, es ist schon gut, das überhaupt auszusprechen, anzusprechen, dann ist es aus dir raus. Ja, jetzt ist es aus mir raus. Es war aber nicht mehr in mir drin. Ich habe mich für mich eingesetzt. Ich habe meinen Standpunkt vertreten und das war das Entscheidende. Ja, und dann habe ich einfach die Grenzen akzeptiert, die ich da wahrgenommen habe, meine Englischkenntnisse und deren mangelnde Einsicht und habe entschieden, dass ich da keine Energie mehr reingehe, weil da ist einfach nichts zu holen. Ja, wenn jemand andere Sichtweisen hat, dann kann ich das leider nicht ändern. Und ja, das war der Konflikt. Ja, und der letzte Konflikt, den ich ansprechen möchte, ist mit einem Menschen, der ja mir der Nächste war in Leipzig, eine Freundin, die vor circa 2 Jahren mittlerweile einen oder anderthalb Jahren einen Mann kennengelernt hat. Und wir waren vorher wirklich sehr, sehr, sehr eng. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich einen Menschen 2, 3 Mal die Woche sehe, dann ist das schon richtig viel. Also gerade als Erwachsene, wenn jeder so sein Leben hat und so. Also wir waren wirklich sehr eng und vertraut miteinander. Und ja, sie war meine beste Freundin in der Zeit und meine engste Vertraute. Und ja, dann hat sie diesen Mann kennengelernt und war wirklich für mindestens ein halbes Jahr weg. Das war sehr schwer für mich. Es hat mich sehr verletzt, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde ausgetauscht.
Und ja, auf einmal fehlte mir da die Bezugsperson, die Vertrauensperson. Ich habe es dann ein paar Mal probiert, um sozusagen den Kontakt zu halten, aber sie hatte dann einfach, ja, keine Kapazitäten, war mit ihrer Energie in anderen Bahnen. Ich weiß, wie das ist, wenn man einen Mann neu kennenlernt und habe ihr da jetzt auch nicht großartig einen Vorwurf gemacht, weil ich nie sagen könnte, dass mir das nicht auch passiert, ja? Oder ich zum Beispiel halt auf Reisen bin und dann auch mal mehrere Monate weg bin und dann nicht mehr so als enge Bezugsperson zur Verfügung stehe. Ja, trotzdem hat es mich verletzt und ich habe damals mein Herz verschlossen und habe ja sie nie wieder richtig an mich rangelassen. Und irgendwann nach einer Dreivierteljahr oder so oder einem Jahr, also wir hatten auch mal ein Gespräch dann drüber, aber es wurde irgendwie nicht so richtig geklärt. Dann hat sie irgendwann halt nach einem Dreivierteljahr, nach einem Jahr wieder angefangen, den Kontakt zu suchen. Wir haben uns dann schon wieder getroffen, aber ich habe gemerkt, es ist nicht mehr wie früher. Da ist einfach was kaputt gegangen bei mir. Und ja, dann quasi so fast 2 Jahre später, jetzt wo ich aus Leipzig weggegangen bin, hat sie mir ganz klar signalisiert, wie wichtig ich ihr bin und wie verbunden sie sich mir fühlt. Und ich habe einfach gemerkt, ja, sie ist mir immer noch ein kostbarer Mensch. Und es gibt nicht so viele Menschen, die so ähnlich sind wie ich, wo ich mich so sehr verstehe und wir auf einer Wellenlänge sind und uns einfach gegenseitig stärken und unterstützen. Und ja, da habe ich dann beschlossen, mein Herz wieder zu öffnen und sie wieder reinzulassen, wieder zu vertrauen. Ein paar Tage später, nachdem ich das beschlossen habe, sozusagen, dass ich ja, mich ihr wieder öffnen möchte und anvertrauen möchte, haben wir uns noch ein letztes Mal getroffen zu einem Ritual, ein Abschiedsritual. Und ja, da haben wir auch einen Talking Circle gemacht, einen Heart Sharing Circle. Also das sind so Kreise, wo du vom Herzen sprichst, was dich bewegt gerade. Und ja, und da habe ich ihr einfach das nochmal geschildert, was da in mir vorgegangen ist. Ja, und jetzt haben wir alles miteinander geklärt und die Verbundenheit und das Vertrauen ist wieder da. Die Zeit heilt Wunden, auch durch mein aktives Zutun natürlich, durch unser beider aktives Zutun und unser beider Wollen. Ja, das ist jetzt nochmal so ein schöner Abschluss. Bei Menschen, die dir kostbar sind, lohnt es sich wirklich, die Konflikte zu lösen. Bei Menschen, die einem näher sind, natürlich noch stärker als Menschen, denen ich nicht so oft begegne. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen aus diesen Beispielen. Schreib gerne in die Kommentare, was dich dazu bewegt, ob du auch gerade in irgendwelchen Konflikten steckst. Vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen und haben Ideen. Genau. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Und ja, bis dahin.